and kissing when I really get to clicking, but I'm looking for a sister to the bottom when I kiss him. If you want some, never mind, just let me know. Guten Morgen. Ja, draußen wird es gerade so langsam hell. Ich bin schon umgezogen. Jetzt ja kurz nach 7. Und um 8 Uhr will ich unten am See sein. Das heißt, ich kann jetzt noch langsam in den Tag starten und mache mich dann gleich auf den Weg. Und ja, dann zeige ich euch mal, wie es morgens am Kinderler See aussieht. So, auf geht's. Die Sonne ist gerade aufgegangen hier am Kemnader See. Der Plan ist, 3 Runden zu laufen, alle 10 Minuten einen 100 Meter Sprint hinzulegen. Ich hoffe, ich schaffe das. Und in der Runde 3 wird mich mein Freund besuchen, der Michael, der läuft dann eine Runde mit. Der ist vor der Woche den Berlin-Marathon gelaufen und reisen wir dann in der dritten und schwersten Runde Gesellschaft. Und dann können wir nachher noch ein bisschen quatschen. Also, nicht mehr lang gefackelt, auf geht's. So, das war die erste Runde. Das hat ganz gut geklappt. Wetter ist super. Ich wünschte, ich könnte ein paar Videoaufnahmen machen, während ich laufe. Aber da das Handy am Arm ist, geht das nicht. Und jetzt geht's auf zur zweiten. So, das waren die ersten, was heißt die ersten, 23 Kilometer. 2 Runden hinter uns. Jetzt gibt's ein bisschen Verpflegung. Schmeckt okay. Beine sind auch noch okay. Bei neuen Schuhen bin ich noch ein bisschen unsicher. Die tun so ein bisschen unter den Füßen weh. Dann kann aber auch einfach die Anstrengung sein. Ja, auf geht's zur dritten, letzten Runde. So, das waren 34 Kilometer in 3 Stunden 3. Die letzte Runde habe ich mich wieder mit Kohlenhydraten versorgt, was auch dazu geführt hat, dass ich die letzten beiden Kilometer nochmal Tempo anziehen konnte. Das lässt mich hoffen für Palma. Und zur Belohnung gibt es jetzt hier noch das Läufereis. Achso, ich hätte gern 2 Kugeln im Becher bitte, Schokolade und Malaga. Guck mal, mach den Film. Ja. Wollen Sie mit drauf? Die letzten Filmangebote haben wir abgelehnt, also von daher muss ich nicht mehr. Hey, wir waren 3 Tage hier, auf Kegeltour. Okay. Was macht man denn 3 Tage in Bochum? Das hat jeder gesagt, das können wir nicht verstehen. Und wir haben Industrie, Kultur, Industriemuseum und so weiter. Okay. Bergbaumuseum. Aber gut, das war super getan. Vor allem die Brauerei war klasse, Piege. Und das Bier schmeckt auch noch gut. Ja, das stimmt. Also Piegeführung und dann Industriekultur, Bergbaumuseum. Ja, genau. Starlight aber nicht. Planetarium auch gewesen? Nein. Wenn wir nochmal wiederkommen sind, das ist auch. Das heißt, Plan für jetzt ist einfach am See rum, oder? Ne, wir haben gerade eine Bootfahrt gemacht. Ah, mit der MS Kemnade. Ja, habe ich noch nie gemacht. Eine Stunde. Ich habe noch nichts verpasst. Relax, nein. Aber du weißt, ich gehe gerne. Drei Stunden isst du alles. Danke. Ja, das war ja, dann viel Spaß doch im Bogen. Ja, gute Heimfahrt auch noch. Ja, schön Sonntag noch. Ja, tschüss. Danke, ciao. So, und schon ist es wieder Abend und wir müssen noch ein paar Dinge besprechen. Und zwar erstmal die Nachlese vom Lauf um den Kemnader See. Ich, klar, die Oberschenkel tun mir ein bisschen weh, aber im Großen und Ganzen geht es mir gut. Ich bin da sehr zufrieden mit, das gibt mir ein gutes Gefühl für Mallorca. Die erste Runde bin ich ungefähr mit einem Tempo von 5:10 gelaufen. Laut der Leistungsdiagnostik vor langer, langer Zeit bin ich so bis 5:15, 5:10 auch in meinem Fettverbrennungswert. Von daher passt das. Ich bin ohne Pulsgurt gelaufen
und so ein bisschen nach Gefühl, aber ich war da eigentlich ganz entspannt unterwegs. Auf der zweiten Runde, ich wollte ja die Fettverbrennung trainieren und da ist mein Kohlenhydratspiegel offenbar ein bisschen abgesackt. Da war ich dann nicht mehr ganz so kräftig dabei und bin dann ein bisschen schneller gelaufen. Da hatten wir einen Schnitt von 5,30 pro Kilometer. Und auf der dritten Runde habe ich dann wieder Kohlenhydrate zugefügt und habe dann auch, wahrscheinlich wollte ich es auch einfach nur hinter mich bringen, die letzten 2 Kilometer tatsächlich mit Marathon-Renntempo gelaufen. Das war aber auch schon ziemlich schnell. Ich weiß nicht, ob ich dann wirklich in 2 Wochen das 42 Kilometer durchhalte, aber das werden wir dann sehen. Viel machen kann ich da jetzt eh nicht mehr, entweder klappt oder das klappt nicht. Ja, dann eine Sache, dieses Mikro hier, dieser Pusche, den habe ich neu und dass der nicht abgeschirmt ist von diesen Handy-Störgeräuschen, das nervt mich jetzt schon total. Ich bin jetzt mal in den Flugmodus gegangen mit dem Handy und hoffe, dass das besser ist. Aber das ist eh schon immer ein Gefummel, das Handy mit dem Teil in den Gimbal reinzubekommen und ja, nervt mich einfach. Ich esse übrigens Schokolade nebenbei, ich hoffe, das stört euch nicht. Und dann die App. Was wollen wir für eine App machen? Haut nochmal Ideen raus. Der Alex hat geschrieben, irgendein Spiel, können wir gerne machen. So, ich muss mich kurz hier aus dem Off melden. Und zwar habe ich eine Sache vergessen zu erwähnen. Die Anja von 21 Stamp Street hat gefragt, ihre Tochter hätte gerne eine App, um den Handybildschirm auf ein Papier zu projizieren. Das geht mit einer selbstgeschriebenen App schlecht. Aber es gibt sowas, das nennt sich Smartphone Projector. Guck mal, ich verlinke euch einmal hier ein Video von einmal dein Kanal, ich weiß gar nicht von welchem. Und das Produkt gibt es auch bei Amazon, habe ich auch in der Beschreibung verlinkt. Man legt quasi das Handy in so eine Pappschachtel und dann ist vorne eine Linse dran und dann kann man das scharf stellen und auf die Wand projizieren. Das ist ganz cool. So, jetzt geht's weiter mit dem normalen Video. Was ich schon mal getan habe, auch möchte ich euch ein bisschen zeigen, wie es geht, weil ich rück mal hier zur Seite, dann seht ihr das besser. Ich habe für alle Vlogger im Vlogtober hier schon mal so einen kleinen Charakter hinzugefügt. Und ich habe so ein kleines Skript eingefügt, dass man diese mit dem Finger durch die Gegend ziehen kann. Funktioniert so, man kann immer ein Event auswählen, wann diese Skripte laufen sollen. Da ist zum Beispiel ein Event, wenn ich mit dem Finger dieses Objekt berühre, was ich schon sehr cool finde. Und dann läuft dieses Skript halt normalerweise so einmal durch. Man kann aber sagen, mache etwas so oft bis, weiß ich, eine Anzahl, 10 Mal oder ich habe jetzt Bedingung war, mache das, solange der Finger da auf dem Objekt drauf ist. Und dieser Ausdruck, den man da eingibt, mache das bis, heißt der. Da muss man einmal um die Ecke denken, sagen, mache das so lange, bis nicht mehr der Finger auf dem Objekt ist. Manchmal ein bisschen um die Ecke denken. Und solange der das macht, kann man dann sagen, bewege das Objekt dahin, wo der Finger ist. Eigentlich total cool. Und das habe ich jetzt mal für ein paar gemacht und jetzt kann man die schon so durch die Gegend schieben. Ja, und jetzt seid ihr dran, was können wir jetzt Lustiges damit machen? Haut das mal raus. Die App findet ihr hier auch im Link. Ich habe die euch in der Beschreibung verlinkt. Das heißt, wenn ihr ein Android-Telefon habt, könnt ihr euch die sogar schon runterladen und bei euch ausprobieren. Also das können wir jeden Tag so machen. Dann könnt ihr das direkt prototypen und gucken, wie euch das gefällt. Wenn ihr Lust habt, dazu Grafiken beizusteuern oder Sounds dazu beizusteuern oder Animationen beizusteuern, schickt mir das alles, baue ich alles in die App ein. Und ja, ansonsten, wenn euch der zweite Vlog des Vlogtobers gefallen hat, lasst dem Video einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal da unten rechts, links. Ach, ich ärgere mich immer, weil Leute jetzt durcheinander bringen. Abonniert den Kanal hier unten links und wir sehen uns morgen schon wieder. Bis morgen. Tschüss.